Freunde, das Jahr ist noch jung und so irre viel passiert jetzt noch nicht. Wegen akuter Themenarmut habe ich also mal wieder ein bisschen den Indie-Markt abgegrast und bin dabei auf ein kleines Spielchen gestoßen. Ja, das hat schon vor einiger Zeit die Runde gemacht. Als letzter Mensch der Welt, ja, habe ich jetzt endlich mal Vampire Survivors entdeckt. Tja, und das war ein schlimmer Fehler, denn jetzt möchte ich nichts anderes mehr zocken. Freunde, mein Name ist Wolf, ihr seid hier bei Games, dem Fachkanal für das absolut Aktuellste, was in der Spielewelt passiert. Abonnieren geht über Kombinieren. Ja, ich weiß, ich bin wirklich nicht mehr aktuell. Vampire Survivors kam doch schon Ende letzten Jahres raus. Ihr könnt es gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, ich habe es ja jetzt erst entdeckt. Und was soll ich sagen? Der Hype ist wahr, die Gerüchte stimmen alle. Ich habe es mir runtergeladen. Und Leute, dieses Spiel, das macht so gottverdammt süchtig. Hier also meine Empfehlung oder beziehungsweise vielleicht auch eher meine Warnung. Ja, ich weiß nicht, ob ich Vampire Survivors hier jetzt noch groß beschreiben und erklären muss. Das ging Ende letzten Jahres ordentlich durch die Decke und vermutlich haben es die meisten von euch so oft gespielt, dass sie nachts von pixeligen Gegnerhorden träumen. Aber gut, für Leute wie mich, die dieses digitale Suchtmittel erst jetzt entdecken, hier nochmal eine Kurzbeschreibung. Vampire Survivors ist im Grunde ein Retro-Twin-Stick-Shooter, den man nur mit einem Stick spielt. Ja, klingt komisch, aber es funktioniert so. Ihr sucht euch einen von mehreren untoten Killern aus, die allesamt mit verschiedenen Startwaffen loslegen. Antonio hat zu Beginn nur eine Peitsche, die Magierin Imelda schießt einen blauen Feuerball und so weiter. Euer Ziel ist es nun, so lange wie möglich zu überleben. Natürlich kommen immer mehr Gegner, die auch alle immer gefährlicher werden, sodass eure ersten Runs meist nur ein paar Minuten dauern. Und solltet ihr es schaffen, eine halbe Stunde durchzuhalten, gilt ein Level als geschafft. Ja, so weit, so herkömmlich. Aber jetzt kommt doch eine große Besonderheit ins Spiel. Ihr habt nämlich keine Kontrolle über eure Waffe. Sie löst in regelmäßigen Zeitabständen selbstständig aus, sodass ihr euch wirklich nur auf das Navigieren und Ausweichen konzentrieren müsst. Versteht ihr jetzt, was ich damit meinte? Ein Twin-Stick-Shooter, den man nur mit einem Stick spielt? Das führt aber auch dazu, dass ihr nicht zielen könnt. Eure Waffen schlagen oder schießen entweder in eure Blickrichtung, visieren den Gegner an, der euch am nächsten ist, oder ballern random irgendwo hin. Es kann unter Umständen also extrem entscheidend sein, wie ihr zum Gegner steht und in welche Richtung ihr lauft. Ich gebe zu, das war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Reflexartig wollte ich mit dem rechten Analogstick schießen und habe mich gewundert, warum das nicht geht. Anders als bei vergleichbaren Spielen habt ihr in Vampire Survivors nicht die ultrapräzise Kontrolle, die man erwarten würde. Es geht hier mehr darum, mit allen möglichen Waffen und Fähigkeiten zu experimentieren und seine Lieblingskombination zu finden, mit der man die geisterhaften Lumpen zu Zehntausenden zurück ins digitale Grab schickt. Denn es gibt natürlich auch jede Menge aktiver und passiver Skills zum Freischalten. Manche davon bekommt ihr temporär für das Level, durch das ihr euch gerade kämpft. Ihr erleidet dann weniger Schaden, regeneriert Lebensenergie, bewegt euch schneller, sowas. Aber ihr könnt für eingesammelte Münzen im Menü auch dauerhafte Verbesserungen für eure Figuren kaufen. Die machen euch die Monsterjagd natürlich deutlich einfacher. Und wer ein bisschen geschickt vorgeht, der kann seine Waffen so aufleveln und kombinieren, dass sie zu absoluten Massenvernichtungsinstrumenten werden. Ehrlich, hier, das ist ein Clip aus meinem eigenen Spiel. Da war ich zum ersten Mal im zweiten Level der Bücherei. Und durch pures Glück habe ich so gute Waffenkombis und Upgrades bekommen, dass ich nach knapp 20 Minuten praktisch unbesiegbar war. Ja, das sah dann so aus. Das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt an diesem ansonsten so fantastischen kleinen Spiel. Ihr seid gelegentlich so OP, also überlevelt, dass es fast schon ein bisschen langweilig wird. Wenn ihr nur gelegentlich mal ein bisschen ausweicht, kann euch de facto nichts mehr passieren. Ja, und das kann dann schon so ein Tick dröge werden, wenn ihr nur darauf wartet, dass ihr die 30 Minuten erreicht, um die Runde abzuschließen. Klar, für absolute Anfänger mag das grotesk erscheinen, sich darüber zu beschweren. Für die ist es schon eine Herausforderung, auch nur 10 Minuten lang zu überleben. Aber glaubt mir, wenn ihr genug Erfahrung und die richtigen Updates freigeschaltet habt, dann ist das hier gar nicht mehr so unmöglich. Hier hätte ich mir noch einen gewissen Kniff der Entwickler gewünscht, wie man das letzte Drittel einer Runde immer wieder überraschend und aufregend gestalten kann. Wobei, vielleicht gibt es so eine krasse Mechanik und ich habe sie nur noch nicht entdeckt. Vampire Survivors ist bis zum letzten Pixel vollgestopft mit Kram zum Entdecken und Freischalten. Neue Figuren, natürlich, geheime Figuren, versteckte Spielmodi, Bonusrunden. Hier alles aufzuzählen, würde euch um den halben Entdecker Spaß bringen. Deswegen sagen wir einfach, dass ihr euch mit Vampire Survivors lange, lange beschäftigen könnt.
Und selbst wenn ihr irgendwann wirklich alles rausgeholt habt, jedes Geheimnis aufgedeckt, jede Figur freigeschaltet, gibt es mittlerweile schon einen DLC, der noch mehr neuen Kram mitbringt. Also, falls ihr dieses Spiel noch nicht gespielt haben solltet, könnt ihr jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehen, warum ich Monate nach dem Release immer noch darüber rede. Ist das nicht im Grunde ein typischer Roguelite-Überlebens-Twin-Shooter, nur eben in sympathischer Castlevania-Gedächtnisoptik? Ja, schon, aber es ist auch gleichzeitig so viel mehr als das. Vampire Survivors hat Simplizität, Einfachheit wirklich zum bestimmenden Designprinzip erhoben. Sowohl was die Grafik angeht, als auch das Spielprinzip und die Bedienung. Es ist so super leicht zu spielen, dass ihr euch am Anfang fragt, ob euch irgendwas entgeht, ob ihr es irgendwie anders spielen solltet. Aber nein, Vampire Survivors ist genauso simpel, wie es scheint. Und das ist ein großer, großer Pluspunkt. Es verschwendet eure Zeit nicht mit aufgeblasenem Videospiel, Sammel- und Feature-Quatsch. Es stellt euch vor eine ganz klare, ganz eindeutige Herausforderung. Überlebt einfach, solange ihr könnt. Ja, und das haben ja nun schon viele andere Spiele gemacht, aber selten war es so elegant und so gottverdammt süchtig machend wie hier. Wirklich, ich meine das ernst. Überlegt euch gut, ob ihr euch dieses Spiel runterladen und es spielen wollt. Es besteht nämlich eine ausgezeichnete Chance, dass ihr dann für den Rest des Tages nichts anderes mehr tun werdet. Eine Runde, nur noch eine Runde. Wer hat das nicht schon vor sich hingemurmelt, wieder und wieder, bis es plötzlich 2:30 Uhr morgens war? Wow, you look really hungover, Dad. Vampire Survivors ist quasi Heroin zum Spielen. Einmal angefixt, ist es so verdammt schwer, wieder davon runterzukommen. Und ganz ehrlich, ich wäre jetzt auch lieber zu Hause und würde noch eine Partie spielen, statt hier zu stehen und euch zu erzählen, dass ich gerade gerne noch eine Partie spielen würde. Also das hier ist nichts für Leute, die bombastische High-End-Technik brauchen, um so richtig in ein Spiel abzutauchen. Die Grafik ist selbst für den Pixel-Art-Style schon sehr rudimentär. Die Musik ist gefährlich, bleibt euch aber jetzt auch nicht längerfristig im Ohr. Und die gelegentlich auftauchenden Bosse heben sich kaum von den 10.000 anderen Gegnern ab. Ja, sie sind zwar größer und schlucken deutlich mehr Treffer, logisch, aber da hätten die Entwickler Ponkel, was für ein Name, vielleicht noch eine Schippe drauflegen können. Das hat zum Beispiel The Binding of Isaac besser gemacht. Aber das sind alles nur Kleinigkeiten, die fast nicht ins Gewicht fallen, wenn das Spielprinzip so wahnsinnig befriedigend und motivierend ist. Ihr wollt immer noch mehr, ein bisschen länger überleben, ein bisschen mehr Gold zum Freischalten von Fähigkeiten, ein bisschen mehr sehen, ein bisschen mehr einsammeln. Ich habe so eine starke Sogwirkung bei einem Spiel schon lange nicht mehr verspürt. Also abschließend ein Rat und die Warnung. Ja, ich rate euch, holt euch Vampire Survivors und fangt es noch heute an. Gibt's für Android, auf Steam und für die Xbox und kostet nur ein paar Euro. Mehr an Spielspaß werdet ihr für eure Kröten kaum bekommen. Aber... Und jetzt nochmal zur Warnung, wenn ihr Probleme mit eurem Zeitmanagement habt, wenn ihr euch leicht ablenken lasst, wenn ihr unter einer gewissen Suchtgefährdung leidet, dann solltet ihr um dieses Spiel vielleicht wirklich einen großen Bogen machen. Und für alle anderen gilt, noch eine Runde. Nur noch eine Runde. Ja, was ich gerade im Text gesagt habe, das war keine rhetorische Übertreibung. Wirklich, es war echt schwer, mich vom Pad wegzukriegen, hier in das Studio zu verfrachten, um dieses Video für euch zu machen. Ich bin gerade so dermaßen tief drin in diesem verdammten Spiel. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Ich denke an nichts anderes mehr als an meinen eigenen Highscore. Wie ist es bei euch? Ich vermute, die meisten von euch, die kennen Vampire Survivors schon, die haben es auch schon gespielt. Findet ihr das auch so geil? Oder habt ihr es begonnen und gemerkt, so, boah, nee, ist irgendwie gar nicht mein Ding. Ich brauche keine Ahnung. Ich brauche Story, ich brauche mehr Abwechslung, ich brauche fettere Grafik. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann können wir drüber diskutieren. Ich freue mich, wenn ich euch einen weiteren Spieletipp mit auf den Weg geben sollte. Und ansonsten sehen wir uns heute in einer Woche wieder, also nächsten Sonntag. Dann reden wir über das nächste Game. Bleibt also dabei, abonniert uns, dann verpasst ihr auch nichts. Und wie immer freuen wir uns über Däumchen hoch oder meinetwegen auch runter. Feedback ist immer gern gesehen. Also bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns.